Aller guten Dinge sind drei. Nach dieser Maxime hat auch der Aero-Club Zwickau Geduld und Ausdauer bewiesen. Nach zwei gescheiterten Anläufen konnte am vergangenen Wochenende wieder das traditionelle Flugplatzfest stattfinden. Und trotz kurzfristiger Verschiebung, trotz immer noch bestehender Auflagen, haben die Veranstalter wieder eine gut besuchte Veranstaltung auf die Beine gestellt. Da waren sie wieder, die Oldtimer der Lüfte, alle super herausgeputzt und regelrecht heiß darauf, sich den Zuschauern zu präsentieren. Und die waren trotz mehrerer Terminverschiebungen und Pandemieauflagen zahlreich erschienen. Im derzeitigen Chaos der Auflagen und Anordnungen ist es für solche Clubs gar nicht so einfach, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, bei der Gäste aus ganz Deutschland, ja teilweise auch aus dem Ausland anreisen. Das ist ja der dritte Versuch. Der erste Versuch vom 20. war ja 2020. Voriges Wochenende war geplant und da ist es natürlich im Wasser gefallen und jetzt haben wir endlich Glück, dass es einigermaßen geworden ist. Teilnehmer an der Flugschau sind ungefähr 30. Das Problem war ja das Wetter, es konnten gestern viele nicht anreisen, auch die immer hochgepriesenen Flying Bulls, die haben eine Flugschau in Holland, wollten gestern uns anfliegen, aber es ging leider vom Wetter her nicht. Sie gehören immer zu den Stars auf solchen Veranstaltungen, die legendären Maschinen vom Typ Antonov AN-2. Sowjetische Technik aus den Zeiten kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach den immensen Verlusten und Zerstörungen waren damals einfache, robuste und vielseitige Transportmittel gebraucht. Und genau das bot diese Maschine mit ihrem bulligen, markant klingenden Sternmotor. Und auch heute sind diese Maschinen nicht nur Liebhaberstücke. In zahlreichen Ländern wird diese unverwüstliche Maschine immer noch zivil oder militärisch geflogen. Und sie wird auch weiterentwickelt. In den Maßen nahezu unverändert wird sie heute aus Kohlefaserverbundstoffen gebaut, angetrieben von einer Propellerturbine. Auch eine Elektroversion ist geplant. Doch auch die Erhaltung der originalen Oldtimer kostet eine Stange Geld und viel Enthusiasmus. Das schlägt sich dann natürlich auch in den Kosten für eine Flugschau nieder. Das Problem ist natürlich das Risiko, was wir eingehen, so eine Flugschau zu veranstalten. Wir haben ja jede Menge Kosten. Aus diesem Grund haben wir ja auch das Flugplatzfest verschoben, um die Kosten oder die entgangenen Einnahmen zu minimieren. Was mich natürlich besonders ärgert, dass da viele Zuschauer ringsherum stehen und uns das Eintrittsgeld nicht gönnen und das lieber kostenlos eine Flugschau angucken. Das ist absolut unfair für uns. Diese Aussage ist nicht aus der Luft gegriffen. Zahlreiche Interessierte machen außerhalb des Flugplatzes ein Picknick und schauen kostenlos zu. Meistens sind das dann die Menschen, die am lautesten schreien, wenn solche Veranstaltungen abgesagt werden. Immer nach der Devise, wo die Veranstalter ihr Geld herbekommen, ist mir doch egal. Hauptsache, ich habe Spaß. Doch das nur am Rande. Attraktiver ist es schon, die Maschinen aus der Nähe zu sehen. Zum Beispiel die Flugzeuge der Beechcraft Aviation. Die Beech AT-11 in Kansas ist die militärische Version der Beech 18-Serie. Angetrieben von zwei bulligen Pratt & Whitney Sternmotoren wurde dieses Flugzeug im Zweiten Weltkrieg für die Ausbildung von Bombenschützen genutzt. In der verglasten Kanzel befinden sich die gleichen Navigations- und Bombenabwurfgeräte wie in der B-24 Liberator oder der legendären fliegenden Festung B-17. Die Besatzung wurde beim Anblick der Kamera recht schüchtern, doch wozu gibt es die Airshow? Bei den zahlreichen Vorbeiflügen des Bombers fühlte sich mancher in das Frühjahr 1945 versetzt. Die amerikanische Luftwaffe konnte über Deutschland beinahe unbehelligt fliegen, während bei ihren deutschen Kriegsgegnern das Flugbenzin schon längst zur Mangelware geworden war. Sie kamen mit dem Kraftfahrzeug froh, nicht noch beschossen zu werden. Am Ende war es doch wieder eine gelungene Veranstaltung und im nächsten Jahr ist alles wieder beim Alten, größer und mit viel mehr Besuchern.